Nee, ich bin nicht Lead, gut. Very nice. Ich konnte halt keine Heiken streamen, weil es halt immer am Laggen war. Also, ja, nee, das. Ja, das ist ätzend. Jo, das nervt dann extrem. Let's go to Bleed. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Kann ich mal anfangen, Tetris zu üben? Ja. Kannst dich voll austoben. Ja. Ich hab keinen Kick, nice. Ja, bleib das lang. Watch your feet. Ich hab leider keinen Kick mehr. Oh, ich merke, wir haben. Ach doch, wir haben einen Colt nicht voll. Range 5. Dispel. Range 5. Oops. Hast du noch einen Bunny Shot? Range 5. Ja, ich hab dafür nichts, der liegt hier noch vor der 3, 2, 1. Wieso, Stefan? Ha? Range 5. Gehst du, meinst du? Du warst sehr lange kurz auf 10%. Ah, ich hab das was gefehlt. Nicht auf meinem Disney. Da muss einspielen, da muss es können. Aber guck mal. Watch your feet. Thank you. So, André, was zockst du mit dem Rogue eigentlich? Ist Assa immer noch? Oder? Nee, das ist Rogue. Oh, okay. Kindertage, das ist enorm bei denen. Kindertage ist crazy und okay, aber halt in jedem Pull eine Million plus das komplett. Aber so solche Ohren und so weiter, das ist perfekt, weil das funktioniert. Ja, ja, sicher, du hast nicht den Mobs dafür, ne? Voll, Phil, Ja, was denn? Er hat gesagt, er trustet sich und er lässt ihn sterben. Ich kann nichts machen! Wieso wurde genutzt? Ich hab flashy gespammt! Er wurde gezettfingert. Und ich kann Poison leider nicht, das bin. Das ist unlucky. Bitte gerne, kann ich. Range 5. Guck mal. Ah. Range 5. War gerade außerdem noch bei mir drauf. Deswegen hab ich gerade anstatt. Range 5. Hab ich mich selber geheilt. Also, Gegner hab ich mich selber geheilt. Aha. Deswegen unlucky. 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 Range 5. Hab ich dich jetzt gepullt? Nee. Dinger sind ja so komplett nervig, Alter, wenn man kein Display hat dafür, ey. Range 5.
Walter. Warlocks dann, first time. Ich kann nicht gegen mehr. Ja. Wir haben auch nicht einen, okay, abgesehen von unserem DK, der rausziehen können. Das ist auch ein bisschen sad. 3, 2, 1. Skippt man eigentlich die Woche als. Es gibt bei Tank die Wochen eigentlich dieses Double Freedom geben? Also, ich weiß nicht, ob sich das lohnt oder nicht lohnt. Oder? Oh, ich hab gebaut, kurz, sorry. Ui, das ist spicy. Oh, das Stun war nice. Geht's gleich? Oh mein Gott, ich hätte fast den Baum gesehen. Ja, aber gerade da vor dem Baum. Scheiße! Hat noch ganz gut geklappt. Soll ich hier die Pflanzen holen? Also nach dem Pack oder so? 3, 2, Dispel. Ich hab die neben Boss. Diese Caster. Pflanzen incoming? Boah, ich glaube fast. Die können wir besser vorher finishen mit dem Boss. 3, 2, 1. Ja, hätten wir jetzt einen Monk was dabei gesagt, der hätte okay, cool, aber so, ja. Das war echt doof. Ja, die Gefahr ist zu groß, dass der Boss drin stehen bleibt, ne? Ja. Target you. Ich bin im Boss. Da ist nur die Strecke.
Watch your feet. Kommst du gar nicht mehr mit Pi und so ab? Weniger momentan. Tatsächlich, okay. Auch. Ich mach auch im Moment viel Community Keys. Ja. Und Holle macht ja quasi momentan mal auf dem Char, mal auf dem Char. Er hat gemerkt, dass er mit Vari jetzt ja auch nicht mehr weiter vorankommt, ne? Das hat immer extrem, ne? Ja. Deswegen sind jetzt dann beim Parler dabei, den da irgendwie hochzubringen. Okay, beim Vari-Tank, da hört es irgendwann auf, ne? Das ist halt einfach so. So ab ein bisschen Kiesstufe, glaube ich. Target you. Das ist dann schon schwer. Hast du bei Elfett drauf? Target you. Ja. Soll ich? Zieh einfach. Oder? Watch your feet. Das ist halt jetzt genau Burst-Phase oben. Ja, aber. Dann kriegen wir nochmal ein paar Mal rein, ne? Und notfalls. Ich hatte auch die letzten Tage mit dem Tank gespielt, André, den du auch kennst, mit dem hattest du auch schon gespielt, hab ich gesehen. Dieser Three-Face, der Demon hat Three-Face. Und hier Jabal, der Healer. Ja, mit denen hatte ich auch gezockt. Echt? Ja, das sind jene. Boah. Weil ich auch nicht so viel dabei mit denen. Ah, okay. Dann weiß ich, die hat sich da irgendwie am Betrieb gemacht und dann surft darin halt auch mal. Die Two-Face, der war halt mal dabei, mal war der wieder woanders unterwegs, aber mit dem Jabal bin ich da viel gelaufen. So, die Monk. Und der hatte meist auch noch so einen Kollegen dabei gehabt, das war eine Eule hier, Grosu. Ja, genau. Ja. Die Eule ist cool. Ja, das stimmt. Das zeigen wir jetzt einfach cool und gängig. Das ist halt nicht für ein Spiel. Ich hab grad erst den 8. Trap, weil ich sie benutzt hab für ihr Ding. Nice. Tage, ne? Ja, ich war da auch so eine wichtige Kante drin. Gar nicht hier runter. Oh, my bad. Hast du Krebs? Danke. Du bist so ein Lappen. Ich wurde wieder runtergehen, du. Ich dachte, du bist wieder runtergesprungen. Ah, jetzt hab ich den Hoch bekommen. Als ob ich runterkriege. Warte mal. Komm mal. Ja, wir haben. Mit Butterspring bin ich ja immer noch verantwortlich. Ich sag nur Rise. Dispel. Danke. Schöner 4. Very nice.
Ah, der Bild. Ja, nice. Sehr schön. Watch your feet. Ich auch wohin würden. Ja, hier drin ist ein richtig scheiße, ne? Das ist dieser Cancer. Das ist irgendwie nie. Das ist richtig dumm, dass wir rein zu gehen. Three, two, one. Der hat dein Gate oder was gefixt? Was? Gate, nee, ich, nee, das kannst du glaube ich immer noch machen, oder? Er stellt eins. Ach, stellt eins? Nee, er stellt eins gerade. Oder versucht es, kriegt's nicht hin. Keine Ahnung. Mann, einmal braucht man einen Hui, ne? Doch, steht schon. Ach, das geht hier mit dem zweiten Boss, ja, das geht. Ich mach den den ersten Revival-Reis dann. Ich kann nicht gehen. Ja. Okay, mach mal was dagegen. Oh Gott. Oh, mein FPS. Hilfe. Ja, bei mir gerade auch. Warum auch immer. What the fuck? Alter, what is happening? What the fuck? Die Boden neu sicher? Oh, das hat sich schon länger. Alter. Hä, warum leckt es gerade so übel, wenn es die einschlagen? Übel bei mir. Die blubbern auf einmal. Ja, übertrieben. Ja, der Effekt ist richtig hoch. Ich habe eigentlich nur Essentials an und das haben sie jetzt irgendwie geändert oder so, ne? Ich habe meine Kraft jetzt schon auf 3. Ich kann ich nicht kicken. Nice. Ah, ich habe noch Turtle Up, sorry, mal selbst. Nee, kann ich nicht bewegen. Alter, was machen die? Wieso haben die den Effekt so hochgeschraubt? Was ist das für eine Scheiße? Dachten sie, oh, die Leute sehen das nicht. Wir müssen den Effekt jetzt noch mal kurz anpassen. What the fuck? Ich habe mitbekommen, weil so ein paar anderen Fans, der Effekt war, man kann nicht den Frontal dodgen von dem. 3, 2, 1. Was hat der Dodge gehabt? Mit Charge oder wie? Jo, ich kann nur irgendwie dodgen. Ich hab das schon längst gefixt, oder? Das war mal, ja. Dann nicht mit dem Baum, von das Mod. Ja, das war ganz, ganz early. Das haben sie gefixt. Ja, das wurde auch irgendwann gefixt. Du konntest nicht einfach, wenn du dich in die Mitte von ihm gestellt hast, dann hast du Schaden bekommen. Ja, genau, stimmt. Der hat dann den Sprung abgebrochen, ne? Ja. Oh, was ist hier los? Okay, okay. First-Person-Mode. Also ich bin gerade auch noch First-Person-Mode. Und das macht's besser, oder was? Viel besser. Ab sie schon nichts. Ja. Aber ich meine, das war guter Nacht als Caster, I guess. Also zumindest habe ich danach wieder heilen können. Das war insane, Alter. Alter. Machen wir nochmal Geld jetzt hier? Ist da auch so ein Master-Gate hier? Von Hensch. Nette mit drücken, ey. Ah! Okay, da holen. Ist auch ein guter Gate. AOE incoming. Was ist so ein Kane? Ist da ein Kane dabei? Nee, oder? Nee. AOE incoming. Ich will neue Gases. Watch your feet. AOE incoming. Ich hab das einfach gut gesehen. Alter.
What the fuck? Oh, das ist nicht mal gekickt. Ich hatte keinen Kick. Nee. Hab ich nicht mal gesehen. Da hinten ist irgendwie... Jetzt kommt die Ausrede. Ich bin auf Stern. AOE incoming. Noch frei. Watch out. Also ich hab reingekickt bei Stern. AOE incoming. Three, oh mein Gott. Two, oh mein Gott. One. Watch out. Ich hab den Pyro mal gekickt. AOE incoming. Oh, hier ist ein Orb. PvP Orb. Warum muss ich da nicht bait? Watch out. Oh mein Bad, ich bin in die Orb reingerannt. Ja, das ist gut, aber davor halt auch. Das hat er alles auch. Oh, hatten wir Bloodlust Ready dafür? Hatten wir, ja. Wir haben jetzt erst Ready bekommen. Okay. Das hat mich gerade gewundert, wenn man da alles gezogen hat. 30 Sekunden oder so. Okay. Kein Moment oder alles gut. Ich reck mal ein bisschen. Ich spare das für den Boss jetzt, ne? Weil. Alter, wie ging das mit den Prozenten auf? Die haben doch so viel gespielt. Jo. Nein? Wir haben eigentlich nicht viel geskippt, wir haben so viel gemacht am Anfang, ja. Ich will uns bei der Route auf den Pull 1 lassen, dass man den Spiel lassen, wenn man den Ding hier lassen, wenn man den normal lassen. Ich muss aber nur essen. Hat er Stones gestellt? Nicht mehr, ne? Ja, nicht. Achtung, Warp ist close. 3, 2, 1. War ein schnelles 3, 2, 1. Ich hab den Boss. Get. Das war aber ein spätes besorgtes Sacrifice. Ja. Er war doch besorgt um mich. I like it. Watch out. Oh, okay, jetzt spüre ich die Liebe. Jetzt ich hab nichts zu sagen. Jetzt war ganz voll dran. Ich kann keinen machen, ich bin zu weit weg. Aha, ich kann wieder ausstehen. Achtung, kommt jetzt. Ein richtiger Gamer hier. Let's go. Bock. Hui ist besser. Schieß. Er macht das doch schneller. Das Geld glitzert auch mehr sicher, oder? Ja. Nice. Shockwave. Shockwave.
Shockwave. Run over the flowers. Shockwave. Ich hab das nächste Ad, hab ich Cooldowns? Achso, Cooldowns Offensive. Das andere gleich mal lauter stellen. Ich verstehe die immer ganz leise. Shockwave. Du, bei mir noch das. Ich bin leise? Ja, ich muss dich dafür nur lauter stellen, das ist alles. Sorry, mein Mikrofon steht nämlich gerade irgendwo in Südafrika hier. Ich hab ja noch ein bisschen näher. Warte, ich mach mal hier auf den Weg. Shockwave. Run over the flowers. Three, two, one. Oh, hinten kann man raus. Shockwave. Oh. Shockwave. Shockwave. Three, two, one. Run over the flowers. Shockwave. 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 Ich glaube, Survival Instinct ist nicht mehr. Shockwave. Run over the flowers. Shockwave. Shockwave. This is so bad by the boss. Shockwave. Two, one. Ich hab den Bomberflieber gar nicht so schlecht. Ach nein, hör doch auf, das ist gedroppt. Na, 80 Runs. Ah, nice, brauchst du das Tank auch? Das lief, oder was? Jo, ich brauch jetzt Tank tatsächlich. Oh, nice. Richtig gut. Mein Mikrofon umbauen. Let go, no, no. Der hat Bock gehabt. Da dachte ich, let's go, Alter. Hat das letzte Fall echt gedauert? 4 Minuten, glaube ich. 4 Minuten. Bin ich jetzt lauter? Ich glaube nicht wirklich. Oh, ich hab dich einfach hochgestellt. Auch nicht wirklich? Also okay. Alles gut. Dann stell ich's wieder rüber. Muss ich das im Discord einstellen? Hey? Ich hab dich schon hochgedreht, also. Okay. Ich glaube, der Rest hat ja nichts gemeint, dass du leise bist. Du warst schon nur für mich leise. Nee, von mir ist fein. Sehr gut, sehr gut.
danke, Vicky. Viel Erfolg und ich bin aber erstmal wieder raus. Bis dann. Jo, hast du bald, Matze. Jetzt müssen wir noch auf den Rui warten. Aber das ist lecker. Ja, könnt schon mal einladen. Kam es eigentlich schon an, oder? Ich sehe im Live-Tracker, dass er gleich bei mir ist. Ja, können wir noch kurz warten, kein Problem. Ist da überhaupt der Mate am Start? Ja, der ist am Start, ja. Ich hab den. Ja, ja. Wen haben wir als Mage? Der heißt Daddy DJ, so ein Feuermage. Den hatte ich hier auch vor ein paar Tagen mal Kies gemacht gehabt. Und ja, der liegt auch quasi so in unserem Bereich, vortechnisch gesehen. Und habt ihr den einfach mal angehauen gehabt? Ob der nicht auch irgendwie mal Lust hätte? Daddy DJ? Daddy DJ heißt der, ja. Ah, die hab ich auf der Liste drauf. Echt jetzt? Nein, das wär's, ey. Ich glaube, das wär böse. Das wär böse, ja. Du voll verhasst. So. Nee, cool. Also ich war auch schon mal mit ihnen im Voice, tatsächlich. Und, ja, okay, er ist von der Art her ein bisschen, ja, wie sagt man? Kann man schwer sagen, tatsächlich. Also er ist eigentlich auch ruhig und entspannt. Kann aber auch, glaube ich, bei kleinen Sachen, wenn bei ihm was schief läuft, ist er halt so ein kleiner Tilter, ne? Das macht nichts. Das macht gar nichts. Ich gehe noch schnell irgendwie Snacks holen und so weiter. Jo, mach das. Snack Management, very important. Yes. Also. Ja, sollte schon mal anfangen zu weiten hier, ne? Aber dann noch Hui vorschlagen. Ich stream gerade, ja. Ach, bist gerade auf YouTube, okay. Ja. Hui, bist du ja online? Ja, ne? Ja, aber Phil ist ein Keck. Phil, schlag mal vor hier. Hä? Schlag ja, mal du vor. Entweder hörst du nicht zu
Oder bist ein Keck? Du hast doch gesagt, dass du gleich dein Burger isst. Hä? Oder? Ich hab gesagt, dass sie mich noch schon einladen könnt. Und Alex hat auch gesagt, du kannst ja ruhig einladen. Ja, jetzt ruhig. Ja. Das ist noch am Schlafen hier. Er ist immer noch so gestockt gestern von dem Kiel. Ja, von der Arbeit. Musstest du so viel machen? Naja, das ist schon ein bisschen mentally taxing. Und heute waren viele Meetings. Aber Meetings sind chillig. Nee. Also, ja, chillig keine, aber ich hasse Meetings über alles. Vor allem Meetings, wo du was machen musst. Das sind die schlimmsten Meetings. Meetings, wo du einfach so drin chillen kannst und nebenher surfst irgendwas, das ist. Die sind ganz okay noch, ja. Mal gucken, ob wir mal so reißen können heute, wa? Bin immer gespannt. 25er oder so bestimmt. 25er? Ja, das glaube ich auch. Naja, 25. Gerade noch so, ne? Gerade noch so. Ja. Kann ich ja doch wieder umloggen. Ja. Mit der Challenge. Ja, ne, ja, kurz mit Daddy DJ gestern halt noch gesprochen, ne? Ach so, ja, wie sieht's aus? Hättest du denn Interesse an Premade und so? Oder willst du weiterpacken? Ja. Weil ist ja auch nicht vielleicht für jedermanns immer so eine Sache. Ja, aber er wollte sich das wohl da mal angucken und sowas. Ja. Hat er gefragt, ob wir auch hier noch einen Shotcaller haben und sowas. Ich habe gesagt, meist verhandeln wir das gerade so, dass jeder quasi so ein Mark callt, was er kickt, ne? Ja. Ich meine, da fahren wir ja im Moment am besten mit tatsächlich. Oder halt, ja, wenn wir ein Backup brauchen oder so. Ich glaube, on the fly kann man halt ab und zu, je nachdem, wer was sieht, sagt man halt was. Ja. Ich sagen. Das ist es. Okay, ich call ja eh meist irgendwie, okay, Targets, die ich kicken muss, sowieso. Cloak und sowas call ich ja auch. Weiß nicht, das habe ich halt auch immer so drin, ne? Das ist ja halt auch immer so ein Ding, wenn ich irgendeinen Dev ziehe oder so. Ich glaube, was du beim, wenn du Cloak ziehen willst, bei ein paar Sachen, zum Beispiel das Dispen willst, ich glaube, teilweise musst du nur callen, wenn du davor schon entscheidest, das zu cloaken. So doof, wie es sich anhört. Ja. Wenn du das in dem Moment machst, sehe ich das. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich call das meist immer so mit, damit du weißt, okay, ich brauche mich um den nicht kümmern, weißt du? Dann kannst du gleich dich irgendwie um die anderen kümmern. In dem Moment kein Damage reinkommt für mich. Ja doch, das finde ich auch toll. Ne? Wenn ich mich um die nicht kümmern muss, super. I like das ist immer gut, ne? Ich denke dann immer so, ja, Heal hat dann Entlastung und so. Ist ja wichtig. Außer bei Hui gerichtet ist immer. Wenn Hui schreit, Alter, ich hab einen Kuna, brauchst du nichts geben? Bubble, instant, gib ihm. Ja. Die zärtliche Blüte, die kann ich nicht zerstören lassen. Muss protected werden. Ja, und André, der ist ja auch locker drauf. Aber das haben wir ja eh an der Küste so an sich. So diese Lockerheit. So immer tief entspannt. Der Dude. Immer tief entspannt. Ich bin eh immer tief entspannt und Optimist, also von daher. So. Ja, BB, André. Ready to blast. Baby. Jo, hatte ich dich ja inviten, wa? Jawohl. Ich habe gerade schon gesagt, Warmokey war wichtig, weil. Ja. Das habe ich richtig gut gespielt. Oh Mann, ey. Bisschen rusty. Aber. Also, Warm-Up-Key ist schon nie verkehrt, denke ich mir auch immer. Ja.
Ja, aber ich habe jetzt zweite Woche nicht getankt. Davor nur so. Aber da hast du keine Invites mehr gekriegt, das habe ich nicht verstanden irgendwie. Okay, ich habe dann auch reingeschrieben, jo, der Score ist halt von vor 4 Wochen. Da war ich halt ziemlich big unterwegs und sind Leuten komplett egal, die wollen alle Diamanter tanken. Ich meine, ich fühle es auch, Diamant ist halt super strong. Aber ich finde Pala war auch pretty good, also. Jo, safe. Aber es gibt halt viele FTM-Palas und die sind halt, die sterben halt in jedem Dreck. Gerade so als Pala-Tank, du hast es halt einfach in Packgruppen, weil du halt selber so viele Kicks hast, weißt du? Kannst halt auch sehr viel ausbügeln quasi, sag ich es mal so. Genau. Wohin geht's? Den Daddy gleich hier einladen, ob es vor ist. Da haben wir 2 Valkyries-Männer, Easy Keys. Wolltest du sonst hier Daddy eben noch Einladungslink schicken fürs Discord? Moment. Das kannst, glaube ich, nur du hier, meine ich. Ich kann hier keine Leute einladen. So, are you celebrating Pride Month? Yeah. You said no. Hier ist auch der Konsolenbefehl für Kamera Max Distance. Canceled now. Oh, das weiß ich nicht. Müsste ich mal eben gucken. Ich würde gleich sagen. How often do you shave down there? I go starts to... What I mean? Oh, got like a hair in the mouth. Yeah. Kannst du es auch quasi über ein Addon einstellen, ne? Echt? Ja. Es gibt, Get a nun pregnant. Advanced Interface Options im Addon, das heißt so, du kannst da quasi alles, was Blizzard an Standard hat, kannst du dann die Werte verändern tatsächlich. Du kannst Bellcue-Window verändern, du kannst die Kamera verändern, bis zu einem maximalen Wert, der steht dann da auch, den, der da unterstützt wird tatsächlich. Weil Blizzard hat das ja alles voreingestellt. Und Advanced Interface Options Addon, das erlaubt dir quasi in diese Einstellung hineinzugehen und dann quasi kannst du die, ist ja, dann hast du so ein Siva Browser. Nope, Salem. Und da kannst du halt alles Salem einstellen, wirklich. Und
Kamera Distance ist das maximale. Let's see a handstand. Kamera. Damn straight! Beautiful. Der maximale Zoom-Faktor ist 2,6 eingestellt, genau. Default ist nämlich von den 1,9. Genau, wenn du, glaube ich, jetzt 4 eingeben würdest, theoretisch, ich glaube, kommst tatsächlich auch auf diese 2,6, ja. Es gab ja auch damals expliziten Add-on dafür, wo du ja sehr weit rauszoomen konntest, ne? Das Add-on haben sie aber verboten, ja. Das war aber lustig. Du konntest quasi so weit rauszoomen, da habe ich mal in Westfall gestanden, ich konnte so weit rauszoomen, dass ich komplett Westfall überblicken konnte. Ja, ja, da war ich nur ein kleiner Punkt quasi, der dann auch am Laufen war. Das ist so lustig. Ja, das haben sie aber geändert. This is one of the few places that I consider living in the future when I have a family or something. So, as a Kyoto lover myself, I thought I would share some of my favorite places in Kyoto that are not touristy. So first one is this place that sells daifuku. You can tell it's a good place because there's so many local people waiting in line and it's every single day. If you go here, get the bean one. It's so good. Next one is this tiny, tiny theater. Hat er überhaupt die Nachricht gelesen? Ich schreibe ihn gerade nochmal. A student, it's only like $7 for a movie. The lobby is a cafe with a bunch of mangas. I don't know, I just love this place. Okay, this place is a sushi place that I love. My apartment was like 30 ja. seconds away from here. This place is kind of expensive compared to like conveyor belt sushi restaurants. But every piece of the sushi that I had was so good. Definitely coming back when I'm in Kyoto. I'm hosting a trip in May and we are going to Kyoto and also Tokyo. You can check all the details. Sie können jetzt ihr Passwort. Mom? Dad? I had a nightmare that Robert was trying to hurt me. Oh, sweetie, Robert's your twin brother. He would never hurt you. I also had the bad dreams, Mommy. Oh, both my poor boys. Daddy's gonna take you back to bed, and I promise I'll have pancakes for you both in the morning. Weil ich hatte das auch mal über die Advanced Interface Options da mal abgeändert, gerade das BellQ Window. Ich hatte mit Rogue oft das Problem in Shadowlands gerade. Ich habe Tasten gedrückt und es wurde alles. Ich hatte also so ein Input-Lag gehabt. Ja. Immer so ein Delay. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal mitbekommen hattest, irgendwie, wenn du dann Tasten drückst und, weiß nicht, manchmal führst du vielleicht ein und dasselbe zweimal aus, weil er einfach nur hängt in-game. Und da habe ich dann ein bisschen an das Bellcube-Window geschraubt. Seitdem gar keine Probleme mehr. Ich hatte das nämlich manchmal gehabt, dass ich eine Taste auch mal gedrückt habe und der dann irgendwie vielleicht zweimal Kombo-Punkte ausgegeben hat. Absoluter Schwachsinn natürlich ist, weil ich sofort Kombo-Punkte aus und dann direkt nachher ich drück's nochmal und er gibt dann einen Kombo-Punkt aus und das war so nervig. POV, you lost your bag in Japan that has your phone, money, credit card, everything. When I got off the train, I was like, why is my bag not in my hand? This is me explaining to the staff that I probably left my bag on the train. And then I remembered. I went to the bathroom at the station before leaving and hooked my bag there. And I was all freaked out. But at least I'm in Japan. Japan is so safe that there's high possibility you get everything back without nothing taken away. I myself took someone else. It's rare to have a game you... And he had to hit me on my helmet. Let's run the tape on that one. Hey, Rick, can you make my churro come to life? On it. Hey, I'm Cherry. Cherry, do you want to have fun? Let's go. This has been the best time of my life, Cherry. Okay, thanks, Rick. You can turn him back into a regular churro now. What? I can't turn him back. You asked me to bring him to life. Bam, done. But he's a churro. He doesn't have internal organs, a brain, etc. In order to live, I had to make him functionally immortal. What? Ah, jetzt ist er da, auf dem Discord. Take a knife and drain your life. I'll miss you. These are just regular churros. Oh my god! Yeah! My word, Bernie! I shall leave you as you left me! I'm starting to see why this lawyer was free. Okay, let's run the...
Young and modern name. Did you expect that? Here's another delete. Hey? Ja? Ist da? Ja, kannst richtig geben. Ja, kann er nicht hier hoch? Hm? Was? Da, ja. Hallo? Ja, hey, grüß dich. Jo. Oh, das war ja vollzählig hier, würde ich sagen, wa? Wollig. Wo wollen wir starten? Worauf habt ihr Bock? Worauf haben wir Bock? Haben wir Bock. Haben wir denn überhaupt Bock? Bin für alles offen, sonst lasse ich jetzt das Wheel entscheiden. Ja, kannst ja am Rad drehen. Jo! Ich gehe auf jeden Fall einmal kurz pissen und ihr könnt euch entscheiden. Ich geh mal kurz vor. Hat niemand was gesagt. Da wird schon, weiß ich, Wakecrest ist glaube ich gut, oder? Also ich, Thronen könnten wir an sich two-chesten, oder? 30er? Ja, dann machen wir 32 ja. Rise. Ja, 32 Rise, Alter, und dann... The world first. Jo. 32er Rise. Ich kann sonst allgemein mal Wildquest Wildquest immer spielen. Jo, klar. Also Wildquest? Ja, lass Wildquest hin. Seh doch noch einen Plan an. Erstmal die Kiste auf ein Niveau bringen und dann gucken. Wo stehen die Hexen? Sind die im zweiten Pool links oder wo sind die jetzt? Im zweiten Pool links. Und dann in der Küche. Das heißt, die. Genau, also die, die erste im Gang nicht, sondern die hintere. Die ist aktiv. Mit der Patty die Treppe hochläuft, wenn man die pullt, ne? Genau. Genau, da hinten ist die Hexe richtig. Und in der Kitchen? Und Küche, ja. Und Küche. Genau, oben auf der Treppe ist nämlich die erste, theoretisch ja. Wo man ja meist immer Shroud, oben Treppe hoch, links, geht, aber da können wir auf jeden Fall nicht. Okay, braucht in dieser Woche auch nicht. Tatsächlich. Warte, ich muss jetzt noch kurz eine schnelle Runde. Jo. Sky, sky, 空の上赤い
Lasst mir dann trotzdem fürs Erste? Jetzt bist du halt ein bisschen leiser geworden wieder. Und nur bei mir so? Ich komme mal mein Mikrofon ein bisschen weiter ran wieder. Danke. Okay. Jetzt wieder besser? Ja. Ja, 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 deutlich, deutlich. Jo, perfekt. Ja, wo will das jetzt mal angehen? Wumpi. Tatsächlich so, wenn man überlegt, ja, beim ersten Pull, ja, das. Glaube ich, für mich Overkill, ne? Aber ich meine, du hast da ja auch nur 5 Mobs drin, ne? Jo, genau, die Hexe ist ja gar nicht dabei. Genau. Ich muss eben schon umbauen. Ja, weil die Erste-Hexe, die musst du quasi rausrechnen. Ja, am Ende dafür 2 mehr, aber 5 Mobs lohnt sich mit Tatier nicht wirklich. Ich meine, wir können auch die beiden auf der Treppe mitpullen, plus dann die Hexe. Nur wenn da ein Kick daneben geht, spielen wir den Pull halt 10 Minuten lang wegen den Schilden. Ja. Ist einfach. Kann das Mage nicht runternehmen zur Not? Jo, der kann Space Steal, ne? Ja. Ja. Hat auch keinen Cooldown, aber hat halt eine Menge Mana-Kosten. Ich meine, wir kicken eh, glaube ich, das meiste. Ist die Pat direkt unten, wenn man da startet? Ich glaube, die kann man direkt pullen, ne? Die müsste gerade hochlaufen wollen. Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube. Ja, lass uns das so machen, dann pullen wir den ersten Pull mit dem Digger. Ja, aber wo ziehen wir die denn hin? Oder, warte, ziehen wir die von der Treppe und die hinten links auch noch, oder? So. Dann Richtung X so. Ach so, die, okay. Und dann die 3 Caster in der Ecke, die pull ich dann nachher zusammen. Ich brauche mal einfach vernünftig hier. Okay, das ist spicy. Lass einfach die Hexe. Ich würde aber fast schon sagen, dass wir dann trotzdem reinschrauden und den Ersten nicht mitnehmen, die Soulless dann nicht mitnehmen. Dass wir die vielleicht einfach danach noch irgendwie pullen oder so. Ja, die können wir danach einfach nochmal rüberziehen dann einfach. Das ist kein Thema. Weil ich fände den Pull besser, glaube ich, wenn wir dann, weißt du, wenn wir dann nochmal was zu kicken haben. Oder dass einfach Sanguine relativ early kommt, das hat dann, glaube ich, um einiges weniger HP. Ja, richtig wenig HP. Ja. Und ich kann die Captains kann ich nicht so Ring of Peacen. Nee, genau, okay. Ach stimmt, die sind immun davon, ja. Ja, ja. Genau, du kannst die auch ebenso nicht stunnen. Das ist nämlich. Ja, die haben Curse of Time, passt schon. Dann nimmt jeder einen Captain und passt das, oder? Dann kann man alleine kicken. Als auch aus Range, oder? Ich habe 35 Sekunden, also ich würde es nicht machen können. Ich werde rein. Ich würde halt Backup machen einfach. Am meisten kicke ich eh, glaube ich. Oh. Wenn gute Procs alles, wenn schlechte Procs nichts. Soul liegt sich dann einfach später noch mal mit rein. Die nehmen wir einfach mit, die läuft nicht hinterher. Ich habe auch extra in dieser Woche dieses Improved Round Poison mitgenommen als Talent. Jo. Dass sich das uns als zweimal mehr stackt, ne? So, was haben wir denn hier? Jo, WB. Sieht doch schon mal nach einer Route aus. Oh. Jo. Ein paar Sachen angeklickt, hat geklappt.
Ach, ich hab ja. Jo, moin. Na, ich baller meinen Key rein. Also bei dem Captain, dann übernehme ich quasi den. Ich weiß gar nicht, hier, André, hast du Automarker hast du an? Yes. Ah, du hast Automarker. Okay. Ich muss mal kurz reloaden, dann bin ich ready. Ich check mal noch kurz, aber kurz, wo hab ich's denn? Automark, ja, läuft. Nice, nice. Dann nehme ich den ersten Captain sonst. Da kümmere ich mich dann drum. Machen wir quasi, genau, der erste Pull ist ja dann der Bloodlust-Pull, ne? Mit der Hexe da. Ja, genau, genau. So. Und das noch, du machst den ersten Captain, ich den zweiten dann auf D12, Monk den dritten auf D13 und dann auf D13. Genau, und Scherz haben wir Kreis und Violett muss ich dann führen. Den dritten auf D13, also von oben. Genau. Genau. Auf 28 brauchen wir nur die Info. Haben die nicht mehr gewickelt für den Earthy Dungeons alle? Rise weiß ich wohl. Rise, welches haben wir auch schon irgendwie Dorn oder den Earth, ne? Ja, stimmt. Stimmt, ja. Die Life Pool. Auto eigentlich Slice and Dice Brust decken von der Key reinkommen? Nee, ich mach einfach immer nur Adrenalinrausch, Slice and Dice und dann hoffe ich meist tatsächlich. Zeit, wo sie Slice and Dice drücken, ne? Ja, ja, genau. Ja. Das halt. Ja. Meint ja gestern nur mit dem Keller. Deswegen habe ich gerade überlegt. Von der Route her. Wegen dem Keller, sagt es da. Das wäre basically dasselbe. Außer, dass wir die Mergels und den Rune River nicht spielen, nach Rahl. Und halt einfach unten das Pack direkt spielen. Ja, ist auch fein. Ich will das mal auf den Bock. Ich ist eh scheiße mit den Magen, wenn die Sprüche nicht. Ja, lass uns den Keller pullen, lass uns dann die andere Tür nehmen. No. Soll ich das instant so big pullen oder wollt ihr das lieber chain? Was meinst du? Mit der Matrone dann unten, das können wir ruhig so direkt pullen, ne? Ja,
Matrone braucht einen Kick. Und du würdest dann den Diviner machen als Tank. Ah. Ja. Genau. Okay. Perfekt. Shockwave. Ja, das ist da. Shockwave. Shockwave. Ich hab ihn auf der Treppe. Watch your feet. Shockwave. Shockwave. Mind control. Spread. Mind control. Keep moving. Spread. Okay.
cred. This should be all. Huh? Nur die andere Seite. Cool. Cool. Hab ich? One. Damn. Interrupt. 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 Watch your step. Watch your feet. Interrupt. Watch your feet. Watch your step. Watch your step. 3, 2, 1. Interrupt. Mach den am Boden. Watch your step. Interrupt. Und so schön. Interrupt. Gefallen das. Watch your step. Was mit dem Mörder steuern? Interrupt. Ja, Mann. Mach mal ran. Watch your step. Watch your step. 3, 2, 1. Hab ich? Watch your step. Watch your step. Interrupt. 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 Watch your step. Watch your step. Ring early, bitte. Das ist ein bisschen zu early, aber... Ich dachte, die Brand ist verrückt gestartet. Ich hab halt wegen dem Kleinen. Was? Ich weiß nicht, was da zu tun ist, wo man das kann. Watch your step. One.
Watch your step. Wollen wir noch was oder? Watch your step. Was ist der Plan? Wir können noch was Boss bringen und hier mit Kick. Also wir haben ja schon mal. Ja, ich halte die ganze Zeit für dich. Wir können noch was bringen. Bin ich weg kurz? Oh ja, shit, ich kann raus. Komm nach Maggots, nach den Motten. Oh, ja. Ich muss auch drauf rein. Hab ich? Hast du das CC? Ja. Machst du noch zwei oder machst du noch drei? Ist Feuer. Drei auf jeden Fall. Drei ist noch voll fein auf jeden Fall, ja. Also entweder gehst du jetzt oder halt danach. Jetzt. Ja, ja. Dann Bob bitte. Ah, na warum? Andi. Ist das Durchgang? Ja, ich könnte es glaube ich theoretisch machen, ja. Das Ding ist, je länger wir stacken sozusagen, macht es ja für uns auch eh schon. Deswegen ist es Green. Müssen wir sein. Ja, genau. Du hast zur Not noch einen Source-Song. Oh, ich bin auch ready. Auch noch das Pack in der Ecke, wenn wir unten das Pack so spielen wollen, ne? Die drei Kaffern? Ja. Okay. Wer ist unten laufen? Ich muss unten laufen. Ich kann mich da nicht so gut. Doch viel zu lang für den Kost. 3, 2, 1. Bin ich schon mal viel drin. Respekt, glaube ich. Bist du denn noch gut für gestorben? So, ich glaube noch alle. Also ich habe drei Spitze in die Fresse bekommen.
Und jetzt eigentlich hätte ich gut das andere, das ist gerade eben ausgelaufen. Koppel hinten. Dann rein. Watch your aber bitte von Lucky. Mach den nächsten Kreis. Watch your step. Interrupt. Watch your step. Watch your step. Watch your feet. Watch your feet. 3, 2, 1. Da waren das noch Zeiten, André, wo man den Stuart da interrupten konnte, ne? Was dann? Ja, war angenehm, ja. Ich sag mal mehr, wenn er so hart macht. Interrupt. Interrupt. Ich konnte den nicht stunnen, der was dann nehmen. Ich bin nicht mit dem Fußball eventuell noch schwach. Ich hab lange Arme. Ah, da kommt noch was raus, ne? Ja, klar. Ja, watch your feet. Pullo. Das ist Pullo. Wasser. Kipping. Three.
3, 2, 1. Hätten in 20 gelost. Jo. Müsste aber rauslassen, oder? Jo. Dann noch den nächsten Stunt. Watch your step. Shockwave. Nein. Ja doch, hab ich. War aber unbeabsichtigt tatsächlich. Ich hab das trotzdem auch nicht gemacht. Deswegen hat er es nochmal gemacht, ja. Machst ja immer wieder mein Händchen zu halten. Your step. Watch your step. Ich hab wieder E-Stun auf dem Weg. Watch your step.
Alpha. Einer auf Captain Programm. Einer auf Captain Programm. Was Parler musst du denn die Weiner machen? Shockwave. Ich kann auch den nächsten die Weiner. Ja, nice. Das sieht doch nicht aus. Shockwave. Ich muss Double Kick machen auf Alma. Shockwave. Ich kann den Alma mit dem nächsten. Watch your feet. Ich muss den mit Weiner kicken. Und mach ihn. Shockwave. Shockwave. Laufen. Watch your feet. Shockwave. Ich brauche Backup für Orange. Backup für Orange. Ich hab den sterben lassen. So. Ja, ich hab den sterben lassen. Shockwave. Das ist gut von mir. 3, 2, 1, das hängt genau hoch. Was nicht cool ist. Bei meinem Maler hast du durchgekommen sein, oder? Geht doch gut, kann der Dave. Oh, wo ist hier oben Spiel? In die Runde? Ja, das ist hier oben. Wenn ich gleich blind bin. 3, 2, 1. Nice, Namen, Kürze. Ich hab blau dann. Okay. Watch your feet. Hä, wo ist denn? Ich hör's nur, das ist oben, glaube ich. Ja. Okay. Sollte noch sein fallen. Watch your feet. Was gelb? Watch your feet. Interrupt. Interrupt. Ready? Watch your step. Scheiße. Watch your step. Ich
richtig. Nur eine Marderisch gekommen worden. Da wurde wahrscheinlich gestorben und. Watch your step. Spread. Warlock, versuch mal weiter hinten zu stehen, dann musst du nicht so viel laufen. Es geht immer auf den nächsten, die am Boss stehen, by the way, der AOE. Okay. Und da du halt der Holzmichel von der Gruppe bist, ne? Ich versuche halt immer an den Hits zu kommen, weil ich kann die, wenn die gut steht, auch kicken. Ja, ist es eigentlich egal, ob ich laufen muss oder nicht. I'm out of range. Ja, man kann es so chillen. Ja, schon true. 3, 2, 1. Watch your feet. Three, two, one. Plus das und 50. Mit 500. Interrupt. AOE incoming. Ich hab den hinten. AOE incoming. Interrupt. Oh, ist dann die? AOE incoming. Interrupt. Interrupt. AOE incoming. An dem Stand gleich. Oh,
Interrupt. AOE incoming. Du brauchst mir Nico tun bei sowas. Interrupt. Normalerweise. Sonst schrei ich ganz so rum, oder so. AOE incoming. Ich hab jetzt warm gespielt, ey. Ich bin auch schon rostig, muss ich sagen. Interrupt. 3, 2, Ja, ja, da auch immer so kleine Mikrolex, ich muss gleich gleich nochmal nur statt. Irgendwie hab ich nochmal kleine Krisis gehabt. Komme ich von Key raus? Oder wollen wir irgendwas rerollen? Mann, mal weggerollt. Kannst du den White wegrollen, wenn du willst, Ali? Oh, ich hab einen Fall bekommen, 28. Achso, du hast den. Ach, du hast einen Rise rausgekriegt, dann kann ich den wegrollen, yeah. Meinst mhm. Jetzt habe ich einen Dark Card 28. Oh. Not bad. Ja, sorry, aber da nicht ganz so geil getankt. Ja. Was wir mitnehmen können, wenn die mit diese Gorgeous da sind, nicht stacken. Das war böse. Der zweite Boss war impressive, aber das Problem nur ist, ich denke, wenn du es machst, dann musst du es halt komplett durchtanken. Weil, wenn wir halt. Ich denke, bei Tyrannical so reingehen, dann kriegen wir übelst viel aus dem Maul, weil das... Bei Tyrannical stirbt er auch vorher. Ja. Aber wir waren übel lucky mit den Thorns, das ist heute wie lächerlich. So dreimal auf dem Mage. Und das Folge oder so. Das war richtig gut, das war richtig, richtig gut, ja. Das war angenehm. Nicht lange gedauert, wie lange war das? Wir waren irgendwie voll schlecht in der Zeit. Na, Zeit war eigentlich nicht so gut. Was hat uns denn so aufgehalten? Der Vibe? Der Vibe auf jeden Fall. Ja, der Vibe schon, ja. Mein Tote, einmal wo ich mir den Rücken verprügeln lasse, hat auch locker eine Minute mit den Toten zusammen. Ja, locker. Bilanz. Ich kann es halt nicht so geil stacken, wenn Sanguin ist. Ich muss halt die ganze Zeit hin und her laufen wie so ein PP-Jäger. Das nervt richtig böse. Ja, ja, ja. Ja, es gibt auch bessere Wochen, definitiv. Die Woche ist ja jetzt. Weil das Sanguin ist hinderlich. Am liebsten hole ich alles, bleib stehen, tank das weg und alles stirbt. Aber dieses Laufen, das bin so squishy, ich sterbe fast die ganze Zeit gefühlt. Heilig, tue ich dich aber, muss ich eigentlich teilweise mehr spotten oder so? Oder? Nee. Also, wenn ich sterbe, habe ich selber Schuld. Das ist wieder ein DK. Okay.
Außer wenn ich sage, ich brauche jetzt irgendwie, oder dass ich sage, ich bin squishy, ja. dann muss ich mich pumpen, aber. Ich tue ja immer so Pässe, willst du mit hier damit zu hauen, dann bist du was auf dir drauf, aber. Ja. Nee, aber eigentlich nicht. Ich weiß ja nicht, wie es sich anfühlt als Tank. Sanguine fühlt sich nur kacke an. Also, das Fortify juckt gar nicht, aber. Ich laufe, ist immer. Laufen gleich aus Weihe raus, ist fast tot. Ich bin jetzt aus dem Klo. Ihr könnt schon mal sagen, was wir als nächstes machen. Ich starte mal eben Rechner neu. Jo, mach das. Auf jeden Fall. Ich hatte so kleine Standbilder in den Files gehabt. War halt so. Ich dachte, ist Internet weg und dann auf einmal so nach 4-5 Sekunden ging es dann wieder. Aber das kann halt wirklich sein, wenn irgendwas kommt. Ich bin gleich wieder da. Auch ganz gut zu dem Kaffee hin. Da. Nee. Wurde sich schon entschieden? Nö. Sind alle auf Korn? Dann entscheide ich. Kappa. Kann auch das Rad wieder drehen lassen. Beim Rad kommt nur mein TOT wieder raus. Na, das DHT haben wir mal. Ja, DHT würde ich auch führen. Kann man so ein bisschen einspielen. Kann man die schweren Keys machen. Also ich hätte es Lust auf DHT, dann Rise. Und dann entweder Everbloom oder Throne. Mhm. Ich meine, wenn noch jemand den Fall braucht, kann man den auch spielen, aber ich glaube, den braucht wahrscheinlich keiner mehr. Kann man irgendwie schauen? Kann man irgendwie gucken? Ne. Wenn die Gruppe alles was hat oder so, das wäre. Wie meinst du? Ja, dass wir sehen, was du meinst. Also... In-Time, nö. Ja. Ja, dann habe ich dich auch dumm sterben lassen, da war ich irgendwie preoccupied mit Noven oder sonst was oder so. Das war halt ein bisschen zum Ende, ne? Ja, das war unten in der, wo der Kammer, da war das war ein bisschen Chaos der Pull, mit Sanguine zumindest. Wir müssen übrigens dann für den Server selber einen machen. Ja. Oder holen für. Ich hab's von erstmal schon verstanden. Ich verstehe dein Enthusiasmus, ich hole uns einen. Kein Problem. Nice. Ist die Frage halt, wie viele Leute wir machen wollen und am besten schickt dann uns People. Ja, also ich würde einfach wahrscheinlich wie beim letzten Mal machen. Da muss ich nochmal gucken, da kriege ich Amazon so Angebote von denen. Da nerv ich, das nervt mich immer, das eine vom Schick dem anderen Angebote. Fuck off, weißt du, ich brauch das nicht mehr.
Jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt eins habe. Und dann kann ich nämlich für ein, zwei Monate oder so vielleicht ein bisschen weniger Geld hoch. Das ist sowieso nicht so viel. Wie viel kostet das im Monat? Ich habe da 5 Euro im Monat gezahlt oder sowas. Echt? Okay. Das ist nicht viel. Aber ja. Ja, wenn du zum Beispiel mehr Chunks laden willst, weil halt Leute. Okay, wenn du klar, wenn du krasseres. Also den Server, den wir hatten, der hat 5 Euro gekostet, glaube ich. Und ich fand, der war gut genug. Mhm. Mit den Amount of Leuten. Baller nochmal 5 Euro drauf und dann zahle ich die 5 Euro noch. Wieder da. Okay. Wieder da. Ja, okay. Wohin gehen wir? Machen wir. DHT. DHT einfach. Machen wir DHT, dann vielleicht ein Rise und dann einer der schweren. Aber Rise ist doch auch schwer. Ja, Rise ist auch nicht ohne. aber Everbloom TOT ist ein bisschen. Du musst anders. Ich will nur in Rise wieder runterfliegen sehen. Ja, das auch. Und jetzt DHT. Oh, kommt meine Redemption Arc. Ich muss das Mikrofon hier umbauen, weil es ist gerade einfach auf meine Maus gefallen. Ein Big Bull. Da bin ich dann ein bisschen Stress. Unlucky, unlucky. Jo, das war ein bisschen kacke, ey. Ah, krass, dann ist es doch eingeroffen. Also. Es wundert mich jetzt nicht so ein bisschen. Ich meine, klar, du kommst halt wahrscheinlich schnell wieder rein, aber. Ich finde, man merkt es schon immer so ein bisschen, wenn du. Wenn du halt jeden Tag ein bisschen spielst, hat das natürlich schon viel eher drin. Ja, André, du musst ballern, musst du. Ballern, ballern. Wie bist du wieder leise? Bin ich wieder leiser jetzt? Jetzt bist du jetzt wieder besser. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja. Also dein Mikro hat anderes vor. Okay, sehr gut. Diesmal soll es auf jeden Fall nicht umfallen, hoffe ich mal. wie Pulmer. Wollen wir da ein paar fancy Skips machen, oder? Also, wenn es geht, spielen wir ja diese Keeper nicht. Oder? Das ist gerade noch. Ja. Achso, ja. Wie kann man was zeichnen eigentlich? Das wurde im Chat, dieses Live. Ich sehe es ja, ich sehe es. Ja, sehr gut. Wie kann man eigentlich. Das hier. Die Katzen sind halt super ätzend, ne? Die können. Also. Ja, das geht. Die sind besser geworden. Warte, wie kann ich das wegmachen? Ando. So. Also, die würde ich skippen wollen. Was ich auch gesehen habe, ich weiß aber nicht, ob er das nur Tyrannical macht, dass man die da oben pullt. Welche? Die da. Das Pack hier? Ganz oben links. G12, G11. Ah, nee, G12? Ich glaube, G12 hat man ausgelassen, kann das sein? Nee, G12. Oder waren es alle? Waren's alle? G12 willst du wegnehmen. Ja, das ist das Pack hier. Also, zumindest, glaube ich, so. Da hast du halt, glaube ich, die ersten beiden oben links hast du rein und dann andere hast du rein gepult, sobald nur noch die Eraser Beaks ab sind. Das ist vielleicht eventuell was. Kommen wir, weil das Pack G12 können wir theoretisch schrauben. Die Bären können wir ja gaten. Ja, das Problem ist auch, du musst am Ende musst aufpassen mit diesem. Also, die, wenn wir im Tunnel sind, wenn wir runterspringen, haben wir einen Boss. Die hier, da stirbt unser Warlock 100%. Auch wenn wir schrauben. Würde ich halt auf jeden Fall skippen. Weil der wird halt aus dem. Oder Hui. Du kommst doch, glaube ich, wenn du wirklich Invis Potion nimmst, dann wirst du, also dann kannst du durchlaufen, oder? Nee. Mit Invis Potion geht's auch nicht. Nee. Wirklich? Ich hatte gedacht, mit Invis Potion geht's eher. Nein, ich könnte es machen, aber ich wurde trotzdem immer rausgeholt. Ich habe gedacht, dass halt, wer Shroud und Invis ist ja schon ein bisschen was anderes.
Hast du es mal versucht gehabt mit Invis? Ja, schon oft. Okay. Das ist ja voll scheiße. Was wir jetzt immer gespielt haben, ist in dieser Pool hier unten, Pool 6, dann von die Dreade Zapped. Ich hab die auch schon oft nachjoinen sehen, hat die einfach dieses Keeper-Pack da gepult und da war meistens GG. Aber ist die nicht gelinkt, diese Dreade, den GRS an? Ab und zu geht's, ab und zu geht's nicht. Ich weiß also, nicht. Also, wir haben es einmal gemacht. Der Evoker hat halt letztens, deswegen, der hat irgendwie Sleepwalk genutzt. Irgendwie da was war. Aber es hat auch nicht geklappt gehabt, oder? Die kam da nicht raus in die Gruppe irgendwie. Ich weiß nur. Nee, da hat's geklappt. Ich hab zum Beispiel nur mal gesehen hier bei J.B. Da haben sie die Cage oder gesetzt und dann hat er quasi Typhoon und die dann quasi bei den von den zwei Blossoms weggenockt dadurch. Ja. Das hatte ich wohl mal gesehen. Aber da wird kein Typhoon, aber hat sich das nie erledigt. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob die sonst mitkommt. Das ist es halt. Ja, ist zu risky. Halt, daher kommt die mit, das rippt den Key halt komplett. Ja, wahrscheinlich Lust genommen. Kann man auch noch gesehen, dass, ja. G26 eigentlich überhaupt skippen? Wenn wir da vorher shrouden? Ja, also du kannst hier einfach hier seitlich von vorbei latschen. Aber dann muss ja unten sein, oder? Das Pack muss dafür unten stehen, so halb. Ab hier muss es schon sein bis hier. Sonst passt es nicht. Also ein bisschen risky dann, oder? Jo, man kann den Gambi verlieren, ja. Okay, notfalls spielt man es halt einfach. Kann man dann auch was anderes auslassen? Also, wenn wir G21 die Dreade killen und die Blossoms dann mitnehmen, in Pool 6. Würde man G26 spielen? Wo ist denn hier? Dann können wir eine Gruppe auslassen. G30. Jo, genau. Zum Beispiel. Aber eigentlich sollte das mit der Dryade kein Problem sein. Das heißt, G21 Dryade töten wir, sobald die tot ist, ziehen wir einfach die Blume drüber. Die snappen wir eh. Und sollten wir die Patrouillen G26 lassen, einfach G30 weg. Ja, das ist Gucci. G24 skippen wir dann mit Gate oder mit Invis? Kannst du nicht mit Gate? Doch, da gibt's einen Gate-Skip, habe ich gesehen. Auch mit Shroud tatsächlich. Mit Shroud, also ich mit Shroud geht, ja. Ja, also G24. Und weil wir eh auf dem Shroud sind mit Mount, dann kommen wir eh links dran vorbei. Also die skippen wir eh dann safe. Ah, stimmt, wir brauchen ja links den Shroud nicht in der Oberhand. Wo hast du gesehen, dass man das gaten kann? Komm mal her, hol ich. I'm show you. Ich bin beim Reloaden. Deswegen also die Bären vor dem ersten Boss, da machen wir Gate Skip. Dann Dryade killen bei G21. Lass uns mit in Pool 6. Ich kann die eine Dryade in G22 dann setzen. Kann ich die setzen? Ja, doch, kann ich setzen. Obwohl, nee, ich bin ja Infight, dann muss ich sehen. Deswegen mit Zepp bist du nicht Infight? Ich meine, wenn wir bei G21 die Dryaden killen und wir die Blossoms mitnehmen, bin ich ja in Fight. Das meinte ich. Du kannst einfach bleiben. Ja, oder so. Oder ich schieb. Ich meine, ich kann ja auch Paralyse machen. Zumindest wenn die ganz links ist, dann pullen wir dadurch nicht. Oh. Dann G24, sonst geht es. G6 aus dem Shroud. Genau, G24, G6 aus dem Shroud. Bis zu den Dweller. Deswegen brauche ich eigentlich den kurzen Shroud eigentlich nicht mitnehmen. Den Shroud. Nee, auch nicht. Ja.
Kann ich lieber da Faint-Aufladung mitnehmen. Also noch eine Aufladung von Faint, ne? Da oben, kannst du es irgendwie Gate nach hinten stellen und es geht dann irgendwie. Da habe ich irgendwas. Komm ich hier hoch? Warte mal. Da komme ich gar nicht mit, glaube ich. Die muss hier rechts rüber. Ach hier. Also wie gesagt, habe ich das schon schwer genug, dass ich nicht hoch. Ja, habe ich halt nur mal gesehen, deswegen. Und irgendwie kannst du jetzt da skippen. Frag ihn nicht wie. Ich hab's nur gesehen. Du bist doch übelst weit weg. Also du bist, nee, übelst weit nah, meine ich. Ist da überhaupt ein Pfad verfügbar? Nee. Aber bei wem hast du das gesehen? Doki, nicht doch Doki, glaube ich. Doki? Das ist crazy stuff, ich mach das. Hier, so ja. Aber, das muss ich aber da ist es aber unten. Man weiß halt nicht, ob das jetzt, aber ja. Also, wie gesagt, nur mal gesehen, irgendwo. Aber es sieht nicht sehr reliable aus. Ja, da können wir doch lieber shrouden. Jo. Pull 3 kann ich die beiden Packs so zusammenpullen und dann wann schenke ich rüber, wenn was tut ist. Pull 3. An sich, sobald alles tot ist, außer die zwei Razor Beaks. Ja. Pull 3, Pull 4, dann shrouden wir. Ein Pull, Gate. Okay, easy. Das ist gut. Ja, denn Reiner. Jo. Auf jeden Fall leichter als Valquist. 5, 4, 3, 2. Also mit Sanguine. Das hier. Das hier.
Aber wir haben ihn jetzt. Down. Watch your feet. Watch your feet. Okay. Interrupt. Interrupt. Charging, move. Interrupt. Watch your feet. Charging, move. Interrupt. Interrupt. 3, 2, 1. Ich muss aber auch in Charge. Charging, move. Und der Charge hat auch eine krasse Hitbox irgendwie, ne? Ja, und dann ist noch die Delay, ne? Wenn du weg, also wenn er schon weggecharged ist, wenn es dann rein, dann noch ein Stunner. Ja, das dauert jetzt noch keinen. Charging, move. Charging, move. Charging, move. Gehen wir den runter? Charging, move. Gelb. Charging, move. Charging, move. Charging, move. 3, 2, 1. Charging, move. Watch your feet. Das ist so viel angenehm hier drin. Oh Mann. Ah, shit, ey. Schau dir mal die. Geht über den Berg. Du kannst hier quasi über den Fels hoch. Hier rechts. Ich hab noch 2 Ruiner. Das kann ich nicht. 2 Ruiner. Ja, komm. 3, 2, 1.
Ah, das hattest du noch nicht, André, dass man da so rüber kann, ne? Ich hatte das auch nur mal irgendwie mal miterlebt, da. Interrupt. Beim nächsten Jump Cocoon gehen. Target you. Target you. Run away. Target you. Run away. Target you. Run away. Run away. Target you. Run away. Run away. Ich hasse diese Bosse so. Joy, kill mich schnell, ne? Ja. Ja, okay. So, alles war bei uns ganz gut.
Wolf. 3, 2, 1. Watch your step. Was? Watch your step. Ich warte noch einen ganz kurzen Shane, ich muss gleich ein Schild überfliegen auf das Tag. Ja. Hab ich schon Pferdekopf gesehen. Oh, das habe ich tatsächlich aber auch schon bei jemandem gesehen. Da war das echt auch ungewollt. Das ist ein Schild auch übergeflogen. Und dann hatten wir auf einmal die Keeper mit dem Tag. Watch your step. Ja, das hab ich auch schon mal, ja. Watch your step. Ich dachte, das hätten sie mal gefixt. Kannst du das machen, Will? Watch your step. Wo ist es? Machst du die Erde Ring? Ups. Watch your step. Watch your feet. Ich hab's. Watch your step. Watch your step. Watch your feet. Watch your step. Watch your step. Watch your feet. 3, 2, 1. Watch your step. Watch your step. Hauptstadt mit Lowlight. Watch your step. Watch your step. Watch your feet. Das schrauben wir hin, ne? Ja. Genau. Ja, oh, komm. Schon geil, ne? Jo, lecker. 3, 2, 1. Ich will am Ende meinen Stun durch alles machen. Ich hab gelb zum Picken. Interrupt. Ich will schön Pops. Hast du noch Ringe? Ich bin nicht auf dir. Okay. Na, gib die Ringe. Mach ich doch. Dann wir. Dann wir jetzt. Mach doch mal. 3, 2, 1. Wir lassen mal hin. Wir kicken. Ich mach. Ich hab den mal Boss. Boss. Hallo. Wer ja, bekommt von mir Freedom für den Boss zu diesem? Kannst du mir geben. Kannst du mir geben, ich mach das dann. Ich fange aber an mit Gigi, also ich muss los bei mir im zweiten. Achso, ich soll nicht direkt Freedom geben. Ich kann mit Gigi kann ich die Sachen auch gucken. Und ist sie auch Gigi. Also ich Chatter komm? Watch your step. Sag mir aber, wenn du nicht brauchst. Einen noch, denke ich, wird kommen, der ist da hinten von mir. Breath incoming. 3, 2, 1. Für Bubble voll von Seite. Achso. Für Bubble voll von Seite, die hier Bubble. Watch your step. Ah, jetzt Freedom? Kannst du? Oh, alles. Achso. Ja. Ich kann's auch mit den Inseln in den Wurf. Breath incoming. Watch your step. Und das Bubble, ich mach auch gleich mit Mini-Schäden. Das Bubble? Nee, ich mach Bubble.
3, 2, 1. Watch your step. Mach weg, komm. Breath and come. Nö. Wir brauchen den Kabel von uns. Watch your step. Breath and come. Nur ich bitte die aufpassen. Watch your step. Ist so zum Ab, ja. Ja. Hang, sagen sie drauf hier. Weg, mach ich weg. Kann ich drauf. Watch your step. Breath and coming. 3, 2, 1. Weil die Ätzer mich oben leider im Grip. Ja. Das war zerruppt. Ein bisschen. Kommt zu viele Ätzer. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen härter auf dich zubauen müssen. Ja, okay. Wollt ihr jetzt die kleinen Knischen und dick mit rein? Dick mit rein. Immer mit rein. Und mache ich dann der Match. Das macht's auch viel einfacher zu heilen. Vorsicht, Death City gleich. Okay. Ich sag's und fresse. Okay. Sich in welchen Bossraum mit rein. Ja. Keep moving. Oh mein Gott. Ich spiel kein Schimmer. Oh, GG. Und wird los. Ja, ich hatte einen Muskostbau. Los, Mann. Keep moving. Three, two, one.
Gruppe. Und Apex. Keep moving. Keep moving. Keep moving. Three, two, one. Cross. Still fine. Okay, we're okay. Maybe we can step up. Keep moving. Ja, genau. Das ist ja das mit den Stalkern, ne? Wo gesteckt stehen müssen. Ja, genau. Wegstecken. Interrupt. Interrupt. Dispel. Okay. Watch your feet. That was my leading. Dispel. Okay, watch your feet. Jetzt kommt Shroud, ne? Ja. Ja, Shroud hat ihr schon mal. Okay. No. No, I can. Ich hab nichts an Deft diesmal ablagern. Dispel. 3, 2, 1. Das dauert höchstens 2 Minuten oder so. Ist eigentlich ganz gut schön. Ja. Ich kann ja wieder runtergehen. Aber ich wollte vielleicht einen Ring haben bekommen. Watch your feet. Dispel. Ja, lieber auf einfach Alpha gehen. Mach das dann oben. Back 3, 2, 1. Interrupt. Okay.
Watch your feet. Und Dave geht aufpassen. Watch your feet. Three, two, one. Dispel. Ja. Aber Zeit läuft noch. Danke, was ist das für viel, aber irgendwie. Bin wieder unsichtbar. Wollt ihr den im Corner gespielt haben oder soll ich einfach ein bisschen laufen? Corner. Hier ungefähr, oder? Wo blau ist? Ich hab da ja, sind sehr, zwei Ranges. Range stehen draußen und ihr könnt da in der Ecke stehen. Also, okay. Lass ihn doch einfach nicht das blau spielen, oder? Yeah. Two. Okay. One. Dispel. Stack. Dispel. Braucht immer gleich Spellboard für die Phase. Step zu gehen? Nö, ich nicht. Das ist ein Stone Monk. Einen hab ich ja vor vier Jahren. Ich hab das geskippt, das Karren haben. Step zu gehen. Sieb. Auf die Stelle. Ich hab noch ein Dörfer gelaufen. Stack. Paranoia auch gut. Dispel. Kann ich über den Bolt gehen oder so? 3, 2, 1. Paranoia auch. Dispel. Stack. War neu auf mir. Auf Hui. Was gefallen? Ja, PG eben. Alter, rough timer, Mann. Oh. Ja, unsere Key ist ganz schön close. Ja, aber okay, ich dachte so dafür, dass man sich erst einspielt, noch aufeinander, das ist halt normal. Aber wir haben halt super, super clean gespielt, ne? Ja. Die 8 Tode, ja. Ich meine, der Early Pull war halt der allererste. Da war auch ein paar Devs dabei, aber sonst war es eigentlich gut. Haben wir alle den Bären geguckt? Ich habe mir das Gefühl, dass der war so lange am Leben. Ja, es ist halt aber auch wegen Sanguine, es ist halt blöd. Also ich glaube, dass er einen Tick kriegt oder zwei, das lässt sich kaum vermeiden irgendwie, ne? Weiß ich nicht. Das ist halt Sanguine. Ich drück nicht einmal Implosion bei dem Tod. Also ich habe er hat keinen Sanguine gekriegt, aber es ist halt so,